Artikel in EasyCargo hinzufügen. Es gibt immer eine Prioritätsgruppe in der Eingabe. Klicken Sie auf diese Ikone und fügen Sie neues Artikel hinzu. Sie können die Beschreibung des Artikels ändern. Sie können auch die Sichtbarkeit der Beschreibung auf der Kiste umschalten. Tragen Sie das Ausmaß des Artikels ein und überprüfen Sie, ob Sie korrekte Maßeinheiten verwenden. Im Tab Nutzerprofil können Sie die Maßeinheiten ändern. Geben Sie Gewicht aller Einheiten an. Sie können auch Gewicht pro Einheit eintragen. Letztendlich füllen Sie die Anzahl der Artikel aus. Sie können Einschränkungen aktivieren, wie nicht kippen, um sie aufrecht zu halten, nicht stapeln und nicht rotieren. Wenden Sie diese Einschränkungen nicht an, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die Rotation der Kisten vermeiden wollen. Es beschränkt die Berechnungsergebnisse. Sie können die Einheiten in den Ladungsplan einfach einschließen oder rausnehmen. Klicken Sie auf Laden, um mit der Berechnung anzufangen. Um den Artikel anzupassen, klicken Sie einfach doppelt auf das Ergebnis der Ladung. Um weitere Einheiten hinzufügen, können Sie wieder hier oder hier klicken. Oder, um den Artikel zu löschen, klicken Sie auf die Mülltonne. Danke fürs Ansehen.